Hallo zusammen, was halte ich euch gerade in die Kamera? Ja, es ist die Campus-Tüte und zwar die neue Edition, denn es hat ein neues Semester begonnen und dann ändert sich die Campus-Tüte. Seid einfach mal gespannt, was in der neuen Campus-Tüte drin ist. Lasst euch überraschen, ich habe hier schon alles Formel gestellt, ich habe hier schon einmal alles aufgestellt, damit das nicht so dolle klappert. Am Ende des Videos gebe ich euch auch noch ein Fazit, ob mir die neue Campus-Tüte besser gefällt als die alte oder ob ich einfach die alte Campus-Tüte besser fand. Ja, wir starten einfach mal mit ganz viel Zettel, denn in den ganzen Campus-Tüten sind hier extrem viele Flyer, extrem viel Material. Wir haben einmal hier ein ganzes Rabatte für Studierende Gutscheinhefte. Dann haben wir Arbeitgeberguide mehrmals enthalten. Wir haben Basic 12 Monate Semesterticket 25%. Dann haben wir noch Spare bei irgendwelchen Uber-Essen. Was auch immer. Wir haben noch hier einen Flink-Gutschein, kenne ich überhaupt nicht. Dann haben wir hier einen Attenti, bewirb dich irgendwas. Dann haben wir nochmal, bitte scanne ein, Campus-Tüte und gewinne was. Wir haben hier nochmal einmal bei My Müsli was. Wir haben noch gratis Kaffee Latte für irgendwie. Dann haben wir Hello Fresh. Dann haben wir nochmal für das Bier, was da drin ist, nochmal für Intuition, für den Rasierer. Wir haben viele andere Dinge auch noch. Wir haben auch eine Now and Next Zeitung. Dann sind wir einmal nochmal bei Sticker. Dann haben wir hier nochmal irgendwie ein Kärtchen richtig gut lecken. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Irgendwas nochmal für Hundefutter. Und auf jeden Fall werden wir mit ganz vielen Zetteln ganz fest ausgestattet. Ich packe die einfach mal zur Seite, weil die stören extremst. Da, ach ja, die Campus-Tüte hat sich auch nochmal so geändert, denn die Campus-Tüte hat ein neues Design bekommen. Das alte Design war mit Uwe Martine. Jetzt haben wir als großen Aufsteller das Kraft, den Kraftriegel und einmal auf der anderen Seite das USC-Wasser sowie einmal das. Also das vermutlich wird in jeder Campus-Tüte erhalten sein und nicht nur in einer Variante. Ich habe übrigens die Friends Edition bestellt. Die Friends Edition bedeutet immer, bei der Friends Edition bedeutet das immer, dass man ein kleines Goodie im Campus-Tüten-Shop kaufen muss. Ich habe mir hierbei einfach für 2,99 € das günstigste Goodie ausgesucht. Das ist so ein Kabelbinder, Kabelaufroller. Den gab es dreimal in der Variante, beziehungsweise gab es einfach dreimal. Man kann einmal den so benutzen, man kann aber auch einfach so einen Klebestreifen aufgeben und den irgendwo hinpappen, wo man gerne möchte. Wieso ich mir die Friends Edition gekauft habe. Man zahlt auch für die Singles Edition 9,95 € Versandkosten, bekommt aber bei der Singles Edition halt nur eine und bei der Friends Edition zwei. Das heißt, wenn man sich ein Goodie aus dem Goodie Shop raussucht, was günstiger ist als 9,95 €, hat man da einfach mal mit gespart. Deswegen mache ich das und ich bin halt immer neugierig, was einfach so anders ist in der Friends Edition. Was kann ich euch schon mal sagen? Vermutlich, ich habe die ja alle auseinandergestellt und man weiß halt nicht, ob diese Tüten immer gleich gepackt werden oder ob es da irgendwie welche Unterschiede gibt. Wirbt auch übrigens Campus-Tüte damit, dass es immer mal regional irgendwelche Unterschiede gibt. Ich habe aber in beiden Tüten ein Bear Bell Functional Food, eine Trinkmahlzeit bekommen. Es gibt auch unterschiedliche Sorten. Ich habe zweimal jetzt einfach bei mir Vanilla drin gehabt. Das heißt, in zwei Varianten der Tüten ist einfach Vanilla drin oder beziehungsweise eine Trinkmahlzeit drin. Das heißt, ihr werdet sehr wahrscheinlich auch eine Trinkmahlzeit bekommen. Welche Variante bei euch dann drin ist, lasst euch gerne überraschen. Dann gibt es ein weiteres Produkt, was garantiert in jeder Campus-Tüte drin ist. Es ist nämlich ein HSC Energy Water. Ich habe die Variante Orange Maracuja erhalten. 3 Kalorien auf 100 Milliliter. Also im Prinzip mit Zuckerersatzstoffen. Ohne Zucker, aber mit Zuckerersatzstoffen, mild prickelnd, das heißt, es ist ein bisschen was an Kohlensäure drin und natürliche Trübung. Seht ihr auch so ein bisschen, ist halt nicht komplett durchsichtig. Bei mir sieht man das auf jeden Fall, dass das so eine leicht gelbliche Trübung hat. Was auch jedes Mal in jeder Campus-Tüte drin ist, ist der Corny Haferriegel. Es gab auf der Tüte, sieht man, dass es einmal die Classic-Variante gibt. Es gibt aber auch die Vanilla-Variante. Die habe ich natürlich erhalten. Da ist Skyr-Joghurt drin oder Skyr oder so. So ähnlich wird das hier halt ausgesprochen. Finde ich ein bisschen schade. Die letzte Variante war ja ohne diesen Skyr-Joghurt. Und ich finde es einfach für Veganer einfacher. Ne, man kann da halt als Veganer was mit anfangen, als Nicht-Veganer ist einem das vollkommen egal, aber naja, das nur mal so angemerkt. Dann, auch gibt es immer ein Bier. Ich habe hier ein Moser Liesel drin. Ob es jetzt das eine oder das andere Bier ist, ist mir vollkommen egal, denn ich bin keine Biertrinkerin, ich werde das irgendwo verschenken. Einmal habe ich auch den Suntory, das Suntory 19...
196 oder minus 196 Double Lemon alkoholisches Mischgetränk drin. Muss da unbedingt noch ein zweites Mischgetränk oder Biergetränk drin sein? Für mich nein. Ich bin so oder so keine Alkoholtrinkerin. Deswegen, ich werde das irgendwo verschenken. Ich weiß aber noch nicht an wen, weil ne, ist halt nochmal ein Mischgetränk. Es hat 10% Alkohol drin, finde ich schon eine große Menge. Und ja, für mich bräuchte sowas einfach nicht. Für mich bräuchte auch das Bier nicht und auch das Mischgetränk nicht. Ich finde das ein bisschen, ja, ist aber egal. Campus-Tüte ist halt so. Dann Fanta. Gibt es zweimal drin, das heißt, in jeder Tüte wird auch garantiert irgendwo eine Fanta drin sein. Hier ist es die Zero Sugar in Orange. Ich meine, das wäre auch nur die Orange, also die Standardvariante im Prinzip der Fanta drin. Die werben damit, dass das ein neuer, unwiderstehlicher Geschmack ist. Ich bin gespannt, wie der sich verändert hat. Schmeckt der denn wirklich besser oder ist der gar nicht so gut geworden? Oder haben sie an der Formulierung geändert? Man weiß es nicht. Ja, dann gab es einmal das Hydrofogal Deo in Doppelschutz. Starker Schutz, vitalisierender Duft gegen Stress und hitzebedingten Schwitzen. Ist ein Antitranspirant. Ist ja nicht jedermanns Sache. Ich finde das klasse. Ich rieche einfach mal dran. Ich würde mal sagen, das ist so ein typischer Cremegeruch. Vollkommen in Ordnung, vollkommen gut. Werde ich auf jeden Fall irgendwann mal aufbrauchen, gerade Richtung Sommer. Tendiere ich ja mehr zu Antitranspirantien, gerade wenn es dann extrem diese schwitzige Zeit angeht. Im Moment benutze ich noch mein Wild Deo. Schaut übrigens mal gerne in das nächste Video oder in irgendein weiteres Video. Es gibt nämlich wieder neue Deo-Sorten, die ich euch einfach mal vorstelle. Mit Silber 2023 spart ihr mal einfach 20% auf der Wild-Seite. Shoppt einfach mal, schaut einfach mal. Wild Deo ist toll. Nur mal so als kleine Werbungseinspielung. Dann gab es einmal die Variante von Just Spices. Ich habe die Lasagne-Gewürzmischung in der großen Box. Und als andere Variante, ich vermute in der anderen Box, gab es einfach mal zwei Sachets. Einmal Tomaten-Mozzarella-Gewürz, da sind übrigens jeweils, da ist 5 Gramm drin. Und in dem Asia Bold Topping-Gewürz sind 4 Gramm drin. Wieso die das jetzt so unterschiedlich gemacht haben, keine Ahnung. In einer Tüte war die, in der anderen Tüte waren die Sachen drin. Ne, ich denke mal, Campus-Tüte wird darauf achten, dass am Ende des Packvorgangs ungefähr der gleiche Preis enthalten ist, aber naja, ist halt so. Dann gab es für mich einmal einen Rasierer, den Intuition Complete Rasierer in der weiblichen Variante. Wir hatten ja davor in der alten Campus-Tüte den männlichen Rasierer und jetzt haben wir einfach mal einen weiblichen Rasierer oder für Frauen einen Rasierer. Da ist ein Rasierer und eine Klinge enthalten und man hatte ja auch schon, wie gerade bei den Coupons vorgelesen, einen Coupon da drin, dass man noch irgendwie auf die Rasierklingen beim nächsten Mal was sparen kann. Finde ich vollkommen in Ordnung, finde ich okay. Ich habe, glaube ich, im Moment jetzt einfach genug Rasierer, aber Rasierer werden ja nicht so schnell schlecht, deswegen kann man die halt irgendwann benutzen. Riesig habe ich mich über die Reese's Pieces gefreut. Ich habe nämlich schon ganz viele YouTuber gesehen, die Campus-Tüte ausgepackt haben und ich habe bei keinem gesehen, dass die Reese's Pieces drin hatten. Yay, ich liebe Reese's Pieces. Das ist so ein Ding, was aus Amerika mal irgendwann rübergeschwappt ist und wenn nicht ich das esse, werden es meine Kinder auf jeden Fall verschlingen. Ja, was haben wir denn da noch? Was habe ich noch nicht erwähnt? Was auch zweimal drin war, waren von Milford die Kühl und Lecker in der Variante Melone. Also das ist einfach ein Teegetränk, was man mit Wasser aufgießt und kalt genießen kann. Finde ich genial. Ich liebe diese Dinger. Melone habe ich noch nicht ausprobiert, also freue ich mich da auch total drüber. Dann gibt es einmal Mighty Patches, auch in der kleinen Probevariante. Ich glaube, da sind 6 Stück drin. Genau, 6 Stück stehen da drauf. Unreinheiten habe ich immer mal wieder zwischendurch, deswegen tolles Produkt, kann ich auf jeden Fall mit leben. Dann gibt es einmal Heilerde Clean Peeling Mask für alle Hauttypen, reinigt porentief, klärt und beugt Irritationen vor, peelt sanft, glänzt zart, verfeinert das Hautbild, Soforteffekt, vegan. Klasse, werde ich garantiert ausprobieren, denn zu Unreinheiten neigender Haut habe ich und öliger Haut habe ich auch. Deswegen eine Peel-Off-Maske finde ich immer ganz witzig. Also kann ich total gut mit leben, dass da sowas drin ist. Finde ich auch gerade Richtung Studenten total klasse. Dann gibt es noch weitere Getränke, weil Getränke hatten wir ja noch nicht genug in diesen Boxen. Einmal 2 Instant Just Add Water, zuckerfreie Instant-Getränke, 2 Probegrößen. Einmal in der Variante Ginger Sour, also Ingwer und Limette. Und einmal als Eistee in der Variante Zitronengeschmack. Total klasse, man soll mindestens oder man soll ca. 0,5 bis 1 Liter stillem oder sprudelndem Wasser damit auf und dann das Getränk da rein, dieses Sachet da rein und dann auffüllen und dann, ja,
Ich mag solche Dinge. So kriege ich schnell einfach in meinen großen Cup das Wasser aufgetrunken und bin glücklich und zufrieden und habe halt eine große Menge an Wasser vertilgt, über den Tag aufgetrunken, auch mal in einer Stunde. Und mich wundert das dann, dass einfach dieses Ding von, ich glaube, 08 oder so schon wieder leer ist. Und ja, wenn es halt ein bisschen Geschmack hat, ist das genial. Ich vermute einfach auch mal, dass es wieder, ja, es steht ja auch, wie ich gerade schon erwähnt, zuckerfrei, ne? Also wieder Zuckerersatzstoff. Vollkommen in Ordnung, vollkommen toll. Ist das schon das letzte Produkt? Bin ich schon durch alle durchgegangen? Meine Güte. Wir haben nämlich nochmal als letztes Produkt, wird es garantiert auch in jeder Tüte geben, der Lieblingsfruchtaufstrich von Dr. Oetker zum Selbermachen. Früchte hinzufügen, eine Minute pürieren und fertig. Ohne Kochen, ohne Konservierungsstoffe. Finde ich genial, werde ich garantiert ausprobieren. Wir haben hier nochmal so einen kleinen Guide da drauf, welche Früchte zu welcher Jahreszeit am besten passen. Im Frühling, also wo wir jetzt sind, sind es Erdbeeren und Kirschen. Im Sommer sind es Himbeeren und Pfirsiche. Im Herbst dann Weintrauben oder Äpfel. Und im Winter sind es dann Kiwis und Orangen. Ich finde das genial, dass es mit allen Früchten geht. Ich hoffe, es geht mit allen Früchten. Und wir sind totaler Fruchtaufstrich- bzw. Marmeladenfan. Und ich werde da garantiert zwei unterschiedliche Varianten mitmachen. Ich bin auch schon am Überlegen, ob ich das einfach mal mit Marmelade ausprobieren, mit Banane ausprobieren soll oder einfach die Standardvariante Richtung Erdbeeren gehen soll. Also, oder Heidelbeeren. Kann man natürlich auch machen. Man braucht 200 Gramm vorbereitete reife Früchte und muss die dann pürieren und dann nochmal das Zeug dazu fügen. Finde ich genial. Finde ich total klasse. Ja, das müssten jetzt auch alle Produkte gewesen sein, die ich so auf meinem Schreibtisch vor mir liegen habe. Was sagt ihr zu der Box? Findet ihr die besser als beim letzten Mal oder findet ihr die schlechter? Ich persönlich finde es sehr gemischt. Ich muss sagen, ich würde mir, wenn überhaupt, eine Friends Edition holen, weil die 13 Euro, die ich jetzt gezahlt habe, werde ich auf jeden Fall rauskriegen. Hätte ich mir eine Singles Edition gekauft und von manchen Teilen, wo ich jetzt einfach nur einzeln vorgestellt habe, halt nur dann die Hälfte bekommen, wäre ich ein bisschen enttäuscht gewesen. Es ist dieses Mal extrem getränkelastig. Wir haben hohes C drin, wir haben hier diese ganzen Aufgießdinger als Proben drin, wir haben Fanta, wir haben diese Trinkmahlzeit, wir haben das Mischgetränk und wir haben noch ein Bier drin. Ich finde das extrem getränkelastig. Das gefällt mir nicht unbedingt. Muss ich mal wirklich zugeben. Ich finde es toll, dass mal Just Spices drin ist. Und ja, vom Rest haben wir ja nicht viel. Ne? Corny war auch beim letzten Mal. Corny fand ich beim letzten Mal einfach besser, weil das einfach ein Haferkraftriegel war, den jeder essen konnte. Wir haben jetzt so ein bisschen Richtung Pickle Patchet, so ein bisschen Haut was dabei. Wir haben natürlich auch wieder den Rasierer, aber ich glaube, dieser Rasierer war auch nur solange der Vorrat reicht. Und ich muss sagen, für 9,95 € ist das vollkommen in Ordnung. Als Singles Edition, also nur für die Hälfte, hätte ich mir das echt nicht geholt. Finde ich ein bisschen enttäuschend. Ja, ich würde es nochmal holen, weil halt so viele Getränke drin sind und weil die meisten Getränke wir dann doch trinken. Aber wir haben halt auch drei Getränke, die einfach keiner von uns benutzt oder trinkt. Die muss ich dann einfach mal weitergeben. Der Rest wird von uns irgendwie aufgebraucht werden, aber naja, ist halt, also ich fand die letzte Mal besser. Da gab es die Ovomaltine drin, da gab es eigentlich immer Reese's Pieces drin. Und was war da noch drin? Ich kann mich schon fast gar nicht mehr daran erinnern. Ja, irgendwelche anderen Getränke, so Energy-Getränke, die fand ich auch vollkommen in Ordnung. Begeistert es mich hundertprozentig? Nein. Na, nein, wirklich nicht. Also wirklich schade, habe ich da jetzt irgendeine Flasche? Ja, die Flasche war vielleicht die ganze Zeit im Bild. Es tut mir leid. Was haltet ihr denn davon? Findet ihr diese Variante besser oder findet ihr die alte Variante besser? Ich verlinke euch einfach nochmal die alte Variante oben hier irgendwo im i oder auch da. Ich bin mir da jetzt gar nicht ganz so sicher, welche Seite es jetzt ist. Und wünsche euch einfach mal einen schönen Tag. Schreibt mir liebend gerne einen Kommentar oder liked mein Video oder abonniert auch gerne meinen Kanal. Tschüss, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.